Kaliniatek-Gebäude, Langley, Virginia, USA. 1. November 2004, 2:11 Uhr nachts. Dank des Codeschlüssels von Ivan war Grimms dort hier in der Lage, den Datenfluss zu einem Atomkraftwerk auf der nordrussischen Halbinsel Kola zurückzuverfolgen. Dies ist der erste Beweis, der die amerikanischen Geheimdienste zu Nikolatze führen könnte. Es schaffen. Sag, wie fühlt sich das an? Du wurdest öfter angeschossen als jeder, den ich kenne. Nein. Ich komm schon durch. Wikes. Ich werd's überleben. Du stirbst, Wikes. Geht es dir gut? Soll das ein Witz sein? Tut mir leid. Wir kehren um. Dein Ziel lautet Myanmar. Deine Mission ist nicht vorbei. Was ist mit Wikes? Wir schicken einen Ersatz. Wir haben eine Agentin in Japan, die wir vielleicht anfordern können. Eine Frau namens Cohn. Was ist in Myanmar? Nikolaze. Wir haben ihn anhand der Severo-Nickel-Daten in der chinesischen Botschaft in Rangoon geortet. Chinesische Hilfe für Georgien? Die politische Lage ist nicht rosig. Wenn die Nikolaze helfen, brauchen wir dafür stichhaltige Beweise. Ich will nicht ohne Grund den Dritten Weltkrieg auslösen. Dir bleibt noch etwas Zeit, bevor du Rangoon erreichst. Soll ich für dich eine sichere Verbindung zu Sarah aufbauen? Nein. Ist die Wasseraufbereitungsanlage Pickett Gap in Tennessee nur knapp einer Katastrophe entgangen. Ersten Nachforschungen zufolge wurde durch einen Computervirus eine schwerwiegende Fehlfunktion ausgelöst. Keine Spur von Combine Nikolaze. NATO und Hilfsorganisationen arbeiten an der Bergung der Leichen, die der kurzen Hightech-Schreckensherrschaft des georgischen Präsidenten bereits zum Opfer gefallen waren. Ist es dem schnellen Eingreifen des Personals der Wasserwerke zu verdanken, dass nicht Tausende von Menschen an kontaminiertem Wasser erkrankten? Wenn wir so sicher sind, warum sollen wir dann das Wasser abkochen? Wenn man die beinahe Katastrophe in Pickett Gap betrachtet, scheint dies das erste Mal zu sein, dass es den amerikanischen Behörden gelang, einen von Nikolazes grausamen Terrorakten zu verhindern. Beschrieben die diplomatischen Verhandlungen mit China als äußerst schwierig. Die Chinesen werfen der US-Regierung vor, unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung chinesische Waffenlager kontrollieren zu wollen und lehnen dies bisher mit äußerster Entschiedenheit ab. Um die Suche nach Combine Nikolaze noch stärker als bisher voranzutreiben. So, meine Lieben, herzlich willkommen zum neuen Part von Splinter Cell. Wir machen mit der chinesischen Botschaft weiter. Yangon, Myanmar, 11. November 2004, 20:13 Uhr. Finden Sie die Verbindung zwischen Georgien und China. Dank der Daten des Pickett Gap Programms konnte Third Echelon die Gespräche von Nikolaze bis zu der chinesischen Botschaft in Myanmar zurückverfolgen. Eine mögliche Verbindung zwischen Nikolaze und der Volksrepublik China muss bewiesen werden, bevor gehandelt werden kann. Dein Kontakt ist vor Ort. Unser Mann in Burma oder Myanmar. Egal. Wo finde ich ihn? Auf einem Dach ein paar Blocks von der Botschaft entfernt. Er sagte, er sei unter einem großen roten Schild. Parole, es ist ein heller, kalter Apriltag. Missionsupdate auf deinem Opset. Wenn du jemanden tötest, ist die Mission vorbei. Wenn du das vergeigst, suche ich mir einen Atombunker und bete. Wir haben uns verstanden. Viel Glück. Sehr gut, da brauche ich mir selber die Sache so gar nicht zu geben, sondern ich darf eh keinen töten. Mittlerweile habe ich es auch mit dem Rollen endlich mal verstanden. Man muss laufen. Gut, wir suchen dieses komische Schild, wo der Typ ist. Gucken wir mal ins Opset. Ich verraff das jedes Mal. Okay, mit dem Lasermikrofon
Sachen sammeln. Rotes Schild und keine Daten. Sehr gut. Dann suchen wir uns mal einen Weg. Ich hatte eine... Suchen? Wo geht's weiter? Ach, dahinter. Kann ich da vorbeilaufen? Ach, da geht's weiter. Gut. Bevor reden wir nochmal mit der netten Dame. Okay, gut. Wir sind da. Näher kommen wir so nicht heran. Ich kann nicht oft genug sagen, wie wichtig diese Mission ist. Wir können uns keine Toten erlauben. Sollte kein Problem sein. Der Kontakt, dessen Position Lambert Ihnen geben wird, musste in Bewegung bleiben, damit man ihn nicht entdeckt. Wir sehen uns nach dem Job. Viel Glück. Herzliches Beileid wegen Lieutenant Wykes. Ich hörte, er war ein guter Mann. Wir sehen uns nach dem Job. Ich hoffe, wir kommen miteinander klar. Ihrer Akte zufolge haben Sie kein Problem, mit einer Frau zu arbeiten. Kein Problem. Erwähnen Sie Wykes nicht mehr. Sicher, klar. Viel Glück. Ja, das ist dann wohl die nette Ersatzfrau für Wykes, der am Ende letzter Folge draufgegangen ist. So, was ich eigentlich die ganze Zeit sagen wollte, ist, ich habe einen netten Kommentar bekommen, der gefragt hat, ob ich mal näher darauf angehen kann, wie... was ich von Blacklist halte und wie ich es im Vergleich zu dem Teil hier finde. Und das werde ich natürlich auch gerne tun. Blacklist ist definitiv mal wieder ein super genialer Teil. Ich finde ihn auch besser als Conviction aus dem Grund, dass man, wenn man will, viel besser und... Also ich finde, noch besser schleichen kann als eh schon in den Teilen. Mein Hauptproblem mit den ganzen neueren Splinter-Teilen ist, dass man kann alles genauso genial und schleichend erledigen und die Steuerung ist definitiv besser als in den alten Teilen. Aber man muss nicht schleichen und wenn man mal verpatzt, kann man dann einfach mit diesem Zielmechanismus, sage ich es jetzt mal, den man zwar durch einen Stealth-Kill freischalten muss, aber man braucht nichts außer diesen Stealth-Kill, kann man einfach mal 3 oder 4 Leute sofort ausschalten. Wenn man ohne jemanden zu töten da durch will, ist das Spiel zwar noch recht ähnlich oder auch fast gleich, aber das macht die ganze Schleicherei so viel einfacher, dass das eigentlich gar nicht so schön ist. So. Soll ich weiterrede? Ich habe zwei Begegnungen. Genau das wollte ich nicht. Okay, kurze Pause. Ich habe schon wieder vergessen. Ich weiß... Diesmal weiß ich aber, woran es lag. Vogelrot 5 an Vogelrot 3. Brauchen Informationen zur Feindaktivität. Sind Sie in unmittelbarer Gefahr? So. Bei mir ist mal wieder das komische Ding von meiner Aufnahmekarte rausgekommen. So ein Mist! Okay, dass ich vielleicht warten soll, bis er kommt, aber... Glück kann ich den auch holen. Nee, kann ich vergessen. Eine Wache wurde bewusst... Aber diesmal passiert es mir nicht wieder. Weil ich das jetzt ohne diese komische Unterbrechung einfach machen kann. Jetzt bemerkte davon auch nichts. Oh Mann! Keine besonderen Vorkommnisse. Nee. Nein, die kann. Da, Haftkamera. Achso, er beschäftigt sich gar nicht mit uns. Sehr gut. Ja, also das ist das Hauptproblem, was ich damit habe, dass man halt echt. Wenn man will, sich komplett durchballern kann und es sich halt wie in Shooter spielt, wenn man es provoziert. Man muss es nicht und das finde ich auch gut, weil sonst würde mir persönlich Splinter Cell gar keinen Spaß mehr machen. Weil, wenn ich mich irgendwo durchballern will... Jetzt steh aber bitte nicht wie ein Zombie wieder auf. Von Zombies habe ich in anderen Spielen schon genug. Echt, der Typ macht mir langsam Angst. Den Stand. Sehr gut. Das Gute, was ich in Blacklist finde, ist, dass man halt eben diese 3 verschiedenen Wege hat durch ein Level durch.
Wie das eine heißt, weiß ich gar nicht mehr. Das andere ist Geist, also Ghost und Panther, glaube ich. So, hier jetzt bitte schnell durch. Perfekt. Ghost ist einfach nur komplett ungesehen durchkommen und Leute killen auch noch. Und Panther war, glaube ich, einfach nur durchlaufen, ohne überhaupt irgendwas zu treffen. Und dass man dafür Bonuspunkte kriegt, finde ich wieder super. Ja, ist halt die Frage. Man kann es sowohl als Pluspunkt als auch als Negativpunkt sehen. Ich sehe es als beides. Ich hab was gesehen. Du hast gar nichts gesehen und ich lade nochmal neu. Und zwar, dass man halt eben, wenn man mal verkackt, kann man in den neueren Teilen einfach weiterspielen und muss halt gucken, was man draus macht. Das hat auf der einen Seite halt seinen Vorteil, dass es realistischer ist und da man auch so, wenn man das ausbaden muss, was man halt eben verkackt hat. Ja, wieder mal ein schöner Bug. Aber als wirklich dieses, ich weiß nicht, es hat auf der einen Seite schon das Stealth-Feeling von den alten Splinter Cell-Teilen, aber irgendwie auch nicht. Und ich kann es wirklich nicht als rein positiv oder rein negativ sehen, weil es das halt einfach für mich auch nicht ist. Das Level-Design finde ich super im Blacklist. Und auch die ganzen Gadgets und alles ist genial. Und im Vergleich zu Conviction finde ich Blacklist auch wieder noch ein Stück besser. Also Conviction war für mich halt wirklich, bis auf ein paar einzelne Level, eigentlich ein Third-Person-Shooter mit Stealth-Ansätzen und kein Stealth-Spiel. Und das ist in meinen Augen so ein Mist. Falsch. Das sollte Splinter Cell nicht sein. Über Double Agent brauchen wir gar nicht zu reden. Aber ja, also ich finde, mit Splinter Cell geht die Reihe wieder in die genau richtige Richtung. Und das freut mich. Und ich finde, dass Blacklist einen der interessantesten, also mal wieder, einen der interessantesten Multiplayer hat, die momentan überhaupt auf dem Markt sind. Auch wenn ich es sehr schade finde, dass insgesamt der Splinter Cell, das wollte ich nicht tun. Ja, sowas meine ich jetzt. Da hätte ich jetzt rauskommen müssen. Ich will darüber. Das scheint sogar alles zu klappen. Weil solange ich über die Dächer kann, ist das sehr gut. Dann brauche ich mich nicht mit den Leuten unten auf der Straße irgendwie abzutun. Und anscheinend tue ich... Zeigen Sie sich! Da war ich wieder zu schnell. Aber anscheinend finde ich den Weg auch auf Anhieb richtig. Dann halt so Sachen, die mir persönlich sehr gut gefallen, weil ich Rollenspiele an sich auch liebe, sind halt die ganzen Verbesserungen und das Ausrüsten des Charakters, was halt wieder zu diesen drei Hauptrubriken fällt. Wir sehen uns. Bei denen kann ich definitiv verstehen, dass das Leute nicht mögen, aber mir persönlich gefällt's. Denn sobald ich einen Charakter irgendwie selbst gestalten kann, in welcher Form auch immer, ist das ein definitiver Pluspunkt von meiner Seite aus. Oh. Ich sehe gerade, ich muss da gar nicht hin. Sind wir einfach mal ganz... Was vielleicht hat sie. Ja, das hat wunderbar funktioniert. Gut, was für ein Stick haben wir eigentlich bekommen? Nur noch Cheung an Xongxi Sun. Die haben es echt mit Namen. Die mögen mich. Also, die mögen es, mich fertig zu machen mit Namen. Anmerkung zur Sperrstunde: Männer, wir haben eine Vereinbarung mit der örtlichen Polizei getroffen und sie wird euch auf euren nächsten Patrouille nicht weiter belästigen. Wir behandeln... Nein, ich sag jetzt nicht etwas... Ja, ich habe gerade irgendwie seltsam geklungen. Wir behandeln jedoch unsere engen Arbeitsbeziehungen mit der Polizei von Myanmar bei. Und es wird erwartet, dass ihr euch außer um unsere eigenen Sicherheitsbedürfnisse ebenfalls um die Einhaltung der städtischen Sperrstunde kümmert.
Dies hat keinen Einfluss auf die Wichtigkeit eures Wachdienstes oder auf den Ernst unserer Absichten. Absolut niemand hat eine Ausrede, sich in Rufweite der Botschaft aufzuhalten, und es gilt uneingeschränkt das Kriegsrecht. Oberst Cheung. Nett.